Dr. Teller von Sinnen, Dr. Eckert von Hirschhaus, Oliver Kalko, Siegert Bohnen und Bernhard Kohl. Ja. Und ist es nicht schön, wir sind wieder da, hier ist Genial daneben, schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich, auch im Namen meiner Kolleginnen und meiner Kollegen. Freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wünsche uns allen einen schönen Sonntag auf Wieder. Nein, es ist ja noch gar nicht fertig. Wir fangen jetzt an und zwar sofort. Ich habe sehr schöne, intelligente Fragen heute. Wir haben mit Dr. Eckert von Hirschhausen heute wieder einen interessanten... Einen hochgeschätzten Gast. Dankeschön. Herr Bohnen ist auch wieder da, es freut mich sehr. Ja. Oliver Kalkofer hat gesagt, er kommt nur, wenn ich sein Buch hochhalte. Ich halte es hoch, ich halte es dann so hoch, ist auch scheißegal. Nein, schönes Buch, geschafft, wir sind blöd, heißt das Ding. Und sehr schön ist der Satz, der hinten drauf steht, das finde ich sehr gut. Wäre das deutsche Fernsehen ein Pferd, man hätte es längst erschossen. Das gefällt mir. Grimme-Preisträger bist du auch noch. Ja, aber das ist schon sehr lange her. Da war ich noch jung und brauchte das Geld. Okay. Also, geschafft, wir sind blöd. Kalkofers letzte Worte. Kann ich ihn irgendwo hinlegen und wenn es ans Herz ist? Wollen wir anfangen? Ja, bitte. Erste Frage. Erste Frage. Oliver Ellers wohnt in Dortmund. Hallo Oliver, freue mich sehr. Oliver Ellers aus Dortmund möchte wissen, was ist ein Zitterzahn? Zitterzahn? Zahn? Ja, und zu mir sagen sie, ich bin alt. Wenn du die Konsonanten hinten so von Ja, er hätte auch Zahl sein können. Oder Zacken, Zitterzahn. Ich würde sagen, das ist ein Zitterzahn. Zahn. Es war klar, es ist ein scharfer Zahn, der sich zugunsten der Schärfe so wenig angezogen hat, dass er jetzt friert. Zugunsten der Schärfe. Ja, also leicht bekleidet in der Kälte ein zitternder, eine leicht bekleidete Zahn. Dame, die in der Kälte steht und zittert, weil sie ein Zahn ist. Ich denke mal, es ist was in den Ozeanen. Es gibt ja einen Zitteraal und ein Zitterzahn ist vielleicht so eine kleine Korallenart oder ein winziges, kleines Grill. Irgendetwas, was aber auch eben zittert und so elektrische Schläge austeilen kann. Also ich behaupte Tierwelt. Ist der Zitterzahn einfach... Oh Gott, der Mann ist eingefroren. Moment mal. Ja. Ist der Zitterzahn sowas wie, oh Gott, die Oma kommt? Was? So ein alter... Kommt ihr mich besuchen? Ja. Nee. Vielleicht so der letzte Zahn, der noch im Mund hängt und zittert, weil er weiß, er muss raus. So aus Angst. So, oder dem, wo man so bong machen kann, weil der nur noch so... Das ist ein Phänomen bei Parkinson-Patienten, die, wenn sie das Gebiss rausnehmen, das Gebiss zittert noch weiter für sie im Glas. Das ist, das gibt's, Na gut. Der Mann ist Arzt, der darf das. Ich meine... Mechanik, Zahnräder. So. Jetzt sag mal. Zahnräder haben ja Zähne, das ist ja schon im Wort angelegt. Deswegen heißt Räder. So, um jetzt zwei Zahnräder, die sich per Mechanik aufeinander zubewegen, zum Beispiel in einem Getriebe, einrasten zu lassen, ist es eventuell notwendig. Leg mal einen Zahn zu, Kollege. Ja, Moment. Das war schon also eine Demonstration dieses die Vorgangs, dass die Zähne elastisch sein müssen. Zitterzähne aufweisen müssen, damit das eben auch, wenn es jetzt mal eine kleine Unwucht gibt, ineinander greifen kann, auf das dann losgeht. Wären wir also in der großen, weiten Welt der Maschinerie. Ja. Was sagen wir dazu? Richtig. Falsch. Gut, dann bin ich in der Geologie. Vielleicht ist also Zahn, da stelle ich mir erstmal so dieses Gebilde vor, der Zahn mit der Wurzel. Also irgendwo assoziiere ich jetzt Bergkuppen. Und vielleicht, es gibt ja Wanderdünen, vielleicht gibt es auch Zitterzähne in der Bergwelt. Ja, natürlich, also Dolomiten, steile... Also ich bin in der Bergwelt, Herr Balder. Was machen Sie denn da? Ja, die wackeln. Urlaub. Die Erdbeben. Ich bin in der Kollegenwelt. Ich glaube, ein Zitterzahn ist ein Dentist, zu dem ein Boxer kommt und er ist eindeutig stärker als der Zahnarzt. Und der Zahnarzt weiß, er muss ihm jetzt zuerst wehtun. Und zittert. Ja. Dann gibt es aber für den Boxer eine ganz einfache Methode. Man sitzt auf dem Stuhl und sagt, wir tun uns nicht weh bei uns. Genau. Ja. Das ist, Herr Balder, bei einer Zahnärztin eine Scheißstrategie. Ja.
Ich wollte ja nur wissen, ob er mitdenkt. Ist es vielleicht irgendwas, was gar nicht mit Zittern, sondern mit der Zither zu tun hat? Ah, an das Instrument. Und das ist also jetzt, entweder hat jemand da reingebissen oder es gehört, ist ein Zahn, der zum Einstellen der... Ich hab doch immer hier so ein Ding an den Fingern. Ja. Macht eine genau. Der dritte Zahn war doch dieser Film. Ja, praktisch ein Plektrum für eine Zither. Ja. Also Musik? Ja. Ja. Schade. Dann bin ich nochmal in der Tierwelt. Es gibt ja Eidechsen, wenn denen in den Schwanz gebissen wird, dann lassen die den Schwanz los. Vielleicht gibt es aber auch Tiere, wenn die zubeißen und das schmeckt nicht, dann lassen die einfach die Zähne los, damit das Tier wieder rennen kann. Schlangen, klappbare Giftzähne gibt es natürlich bei Schlangen. Und vielleicht auch gibt es eine spezielle Schlangenart, wahrscheinlich in Australien oder vielleicht auch Madagaskar, bei der der aufgeklappte Giftzahn zittert, um auf diese Weise ähnlich wie eine Schlagbohrmaschine sich in das Gewebe des Opfers schlagen. So ist es. Hinein zu zittern. Ja. Ja. Schön. Schmetterling, Herr Balder. Mit wem? Es ist ein Schmetterling. Ich wusste, dass es kommt. Apfelsorte. Ein Schmetterling, der sich über dieses Zittern der Flügel einfach tarnt in Gräsern, in Bäumen, um aber vom Fressfeind. Aber Schmetterlinge zittern alle so. Was? Schmetterlinge zittern alle. Nein, das ist Flattern, Herr Balder. Ach so, was ist Sie Flattern. Meinen. Wie wäre es denn, wenn der Zitterzahn, ich bin mal wieder im Handwerk, bei einer Säge zum Beispiel. Das sehr schön. Wäre ganz traurig. Ja? Ist nicht so? Es geht um das Imprägnieren von Zweimannzelten. Ein Verfahren entwickelt 1924 von Emanuel Zitterzahn. Ja, ist aber schön, wenn man da sagt, Emanuel ist falsch übrigens. Aber ich war nah dran. Ja. Ich glaube, es handelt sich um einen Fehler in der Rechtschreibung bzw. in der Trennung der beiden Substantive, die hier zu einem Wort zusammengefügt wurden. In Wirklichkeit handelt es sich beim Zitterzahn um einen Vorfahr der Familie Zitters. Zitters an. Zitters an. Der war ein bisschen. Ah, der war ein bisschen. Da kann ich aber auch mit Worten. Ich glaube, es ist einfach nur falsch ausgesprochen. Das heißt nicht Zitterzahn, sondern zieht der Zahn. Zieht der Zahn. Es ist eine Kreisstadt in Südostsachsen. So, jetzt ist gut. Neben Zittau. Das muss wenn jetzt mir reichen. Ja nichts mehr einfällt, gehe ich gerne mal auf Segelschiffe in die Schiffswelt. Vielleicht ist ein Zitterzahn etwas, was in einem Schiff befestigt ist. Aber durch diese vielen Stürme und Wasserwellen muss es eben zittern, dass es flexibel ist und irgendwo im Bug befestigt sein kann oder an Deck flexibel ist. Wie sieht denn das Teil aus? Ja, das ist also oben, sieht es aus wie ein Zahn. Da werden dann die Seile drum gebunden und die Wurzeln des Zahns, damit steckt es im Deck fest. Und es zittert aber, damit es flexibel ist und nicht rausbricht. Da werden die Seile drum gebunden? Ja, genau. Warum denn? Um das Schiff festzutauen am Kai. Damit es nicht aber wegzählt. Was es tatsächlich gibt im Schiffsbau, sind ja diese, ich glaube, die heißen Winch heißt das, glaube ich. Das sind diese Dinger, wo man ein Seil rumbindet und die Mechanik dabei kommt mir für Zitterzahn pässlich vor. Nämlich die Mechanik heißt, so ein Zahn läuft über so eine Feder, damit das nur in eine Richtung laufen kann und nicht wieder zurückschnappt. Aber Zahnräder, ja. Das wäre sozusagen die Kombination von Zitter und Zahn. Auf dem Schiff. Schiff an einer Winch. Uhrwerke lassen wir mal ganz sein. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Ich will nur Bestätigung, gar keine Lösung. Wie nennt man denn die Zacken von Briefmarken? Nennt man die auch Zähne? Das sind Zacken. Sagt man nicht auch Zähne? Kann man auch Zähne sagen. Darf ich dir nach der Show meine Briefmarkensammlung zeigen? Sehr gerne. Und dann ist ja ein Zitterzahn etwas, um zusammengepappte Briefmarken auseinander zu zittern, damit der, wie heißt die, Philatelist an sich, diese Briefmarke dann mit der Pinzette aufgreifen kann. Ich glaube, ich sage es euch einfach. Es würde uns vielleicht weiterhelfen. Wir würden die Lösung. Es wundert mich sehr. Ich habe gedacht, das wird wieder kommen. Der Zitterzahn ist ein Pilz. Ach, okay. An der Unterseite des Pilzkopfs wachsen 2 bis 4 Millimeter lange Stacheln, die wie kleine Zähne aussehen. Berührt man den Pilz, beginnen diese Zähne sich hin und her zu bewegen, so als ob sie zittern würden. Daher hat dieser Pilz seinen Namen. Zitterzahn und Oliver Ellers aus Dortmund ist um 500 Euro reicher. Ich gratuliere Ihnen. Wir gönnen es Ihnen. So, jetzt Seesen. Wir gehen nach Seesen. Dort wohnt Alexandra Witt, die ich recht herzlich begrüße. Wenn Sie denn zuschauen, ich hoffe es. Und Alexandra Witt. Was sehen Sie, Sat.1? Seesen. Seesen, nicht ja, sehen Seesen. Sie. Seesen.
Alexandra möchte wissen, warum schleppt die Schildkäferlarve ihren eigenen Kot in einem Sack hinter sich her? Schildkäferlarve. Und Sie geben jetzt noch eine Zusatzinformation. Nein. Vielleicht ist das. Dann sprechen Sie den Namen bitte noch mal aus. Schildkäferlarve. Schildkäfer? Schildkäfer? Also die Schildkäfer ist ein Käfer? Der Schildkäfer ist ein Käfer. Käfer haben ja Larven. Ich glaube, wir können festhalten, dass dieser Kot zu irgendetwas verwendet wird. Das heißt, entweder... In einem Sack. In einem Sack, ja. Das heißt, der muss gesammelt werden und wird irgendwo mitgebracht. Ja. Entweder sie isst das selber. Oder sie schmiert damit zum Beispiel irgendwelche Behälter zu. Wenn der Käfer doch Schildkäfer heißt. Ja. Ein Schild ist so etwas, was man vor sich her trägt. Vielleicht braucht er also die Larve diesen... Aber wenn die Larve eine Larve ist, ist sie ja noch kein Schildkäfer. Genau. Sonst hätte ich gesagt, das Schild, sie klebt mit dem Kot den Schild an sich heran. Also den Kot als Klebstoff. Hat also ein Schild dran. Wenn die Larve sich verpuppt und dann als Käfer ausschlüpft, dann kommen sie jetzt da raus und neben diesem Schlupfplatz befindet sich jetzt ein Sack mit Kot. Ja, hier Kot reinfüllen. Vielleicht ist das jetzt einfach inzwischen verboten für die Tiere in den Wald. Ja. Und die müssen sonst 40 Euro zahlen. Und das ist einfach, und deswegen lange staubern. Ich glaube, der Clou ist, dass es ja eine Larve ist. Und solange die sehr klein sind und noch nicht stubenrein, müssen sie diesen Beutel mit sich tragen. Und dann, wenn sie größer werden und dann... Verkaufen sie den bei eBay. Ja. Ist der sehr auffällig? Der sagt, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Ablenkungsmanöver ist. Das heißt, die Larve ist potenzielles Opfer von Vögeln. Ja. Der Vogel sieht jetzt diesen riesigen, knallgelben Sack. Und frisst den Sack mit dem Kot anstelle der Larve. Schmeckt nicht. Der Vogel merkt sich, igidigit, das esse ich nie. Genau, sie macht praktisch so einen visuellen Zwilling von sich selbst durch diesen Kotsack. Ist das einfach nur ein beschissener Weihnachtsbrauch? Da kommt nicht der Weihnachtsmann mit dem Sack, sondern die Schildkäferlarve. Wie sondern süß, die in der Larvenwelt gibt sie uns den Nikolaus. Und bringt so scheiß Geschenke. Ja. Vielleicht hat die Larve auch nicht viel und will nur, dass das keiner klaut. Und sammelt das. Vielleicht ist sie stolz darauf. Na, weg. Ja. Wecklaufsperre. Also es gibt in der Wildnis, ich nenne das jetzt mal Wildnis, weil ich glaube, die ist ganz schön hart drauf. Ne? Die raucht auch, obwohl sie noch nicht mal Mofa fahren darf, raucht die schon. Und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, warum Tiere etwas Bescheuertes machen. Nämlich, weil sie sich paaren wollen, bei einer Larve würde ich das mal ausschließen, oder weil sie nicht gefressen werden wollen. Und deshalb? Sie nicht gefressen werden will, hat sie, aber sie sieht damit viel größer. Ist sie auch in dem Sack drin? Nein, die schleppt den hinter sich her, das geht ja nicht. Ich kann doch nicht meinen Sack hinter mir herschleppen, wenn ich selber drin bin. Lebt die denn im Wasser? Ja, da ist was dran. Wie wäre es denn, wenn die Larve, die will sich ja irgendwann entpuppen, ne? Oder will sich entwickeln. Entpuppen. Und dazu braucht sie eine gemütliche, geschützte Umgebung. Das heißt, die sammelt ihren Kot in dem Sack um. Wenn es dann ans Verwandeln geht, mit dem Kot baut sie sich eine kleine Festung. Die ist schön warm, muckelig. Da ist sie geschützt. Ja, danke. Sie baut sich ein Scheißhaus. Ja. Das Phänomen ist ja tatsächlich oft beschrieben. Denk dran, dass die Sendung Sonntag wiederholt wird. Jetzt ist gerade 8:45. Morgen ist Muttertag. gibt es ja auch den Pillendreher, um bei den Apothekern kurz mich beliebt zu machen, die auch aus Scheiße Gold machen. Nein, Geh du mal in die Apotheke nächste Mal. Wie, schon wieder Viagra? Nein. Weißt du eigentlich, wie eine von innen aussieht, Hugo? Bitte? Nimmst auch immer eine ganze, oder? Sehr gut. Also, ich wollte gerade ein bisschen Niveau bringen, weil im Ägyptischen Museum in Berlin gibt es immer diese heiligen Käfer aus dieses Skarabäen, die tatsächlich auch sozusagen
den Mist transportiert haben in einer Kugel, weil ja das kostbarste Biomasse ist in der Wüste oder wo auch immer dieser Käfer lebt, gibt es ja nicht so viel fressbares organisches Material. Und das ist sozusagen... Aber es fiel vorhin was sehr Richtiges hier aus. Der will nicht gefressen werden. Ja. So, oder genau. Und sie wird nicht gefressen, als Gastgeschenk. Formt die daraus vielleicht eine Vogelscheuche? Nein, weil der, vielleicht riecht der Kot, vielleicht riecht ihr eigener Kot nicht wirklich gut und das ist für die Fressfeinde nicht angenehm. Ja. Das ist also der Duft oder der Geruch des Kotes schreckt Fressfeinde ab. Welche zum Beispiel? Schlangen, Spinnen, Mäuse, Käfer, Insekten, Vögel vor allen Dingen, Mäuse, Schlangen, Larven, Fliegen, Bienen oder Libellen. Vielleicht also ist ja auch Affen, alle Fressfeinde werden abgeschreckt davon. Also was passiert denn? Wie läuft denn das ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ganz egal, welche Fressfeinde. Da kommt jetzt das an. Der Fressfeind. So, ich bin jetzt so eine Larve. Ich bin jetzt der Räuber. Nein, ich mach meinen Sack aber jetzt nicht auf. Ich hab... So. Im Prinzip kann man sich das genauso vorstellen, dann muss ich das gelten lassen. Es handelt sich um die Raubameise und die Schildkäferlarve bringt diesen Sack so in Position, dass die Raubameise diesen Sack berührt, dadurch platzt der, es stinkt zum Gotterbarmen und Wiegalt, also die Raubameise kippt um. Sucht das Weiche. Im Prinzip ist es richtig, ich muss es anerkennen, richtige Antwort, Alexandra, es tut mir leid. Es tut mir leid. Die Schildkäferlarve. Ja. Karlsruhe liegt in Baden-Württemberg, wie wir alle wissen. Dort wohnt Mirko Kraft. Er wohnt tatsächlich in Karlsruhe. Und Mirko Kraft möchte wissen, was ist ein Kundenstopper? Kundenstopper. Ah, wenn ist das hier das Ding da an der Kasse, wo man sagen, zwischen Kunde und Kunde der Kassiererin signalisiert, Stopp, hier beginnt der Einkauf eines nächsten Kunden? Wo man das Teil immer raus. Ja, genau. Einen Namen gab. Das ist ein Warentrendprisma. Ist das eine Vorrichtung, um 19 Uhr oder 20 Uhr klarzumachen, dass der Laden jetzt geschlossen hat und keine weiteren Kunden mehr den Laden betreten dürfen? Mach einfach die Tür zu. Ich glaub, oder man sagt ja auch immer, da kommen ja diese Durchsagen, nicht? Ja, das ist der Kundenstopper. 15 an 17. Ich kenne eine ganze Reihe von Kettenrestaurants, wo das Essen, was dort angeboten wird, als Kundenstopper verwendet wird. Kundenstopper, genau. Besonders schlechtes Essen ganz zum Schluss. Damit sehr hübsch, aber das suche ich leider nicht. Ist also, Kundenstopper. Ist das vielleicht ein, ich bin da in so einem Einkaufsladen, also in so einem Supermarkt und das ist so ein Verkaufstrick. Ein Kundenstopper ist ein Pappgestell, was ein bisschen im Gang drin steht, wo die dran vorbei müssen, bleiben dann aber stehen und sagen, oh, guck mal, da ist ja noch, das ist gut. Und dann greifen die nochmal ins Regal. Also irgendwie was den Kunden stoppt, sodass er Zeit und Muße hat, sich die Sonderangebote zu kaufen, sondern etwas anderes. Richtig. Ja! Spitze! Sehr gut! Ja. Sehr gut! Das läuft aber da jetzt. Ich nehme an, mit diesem Gestell meinte Bernhard Hoeke einen Klappaufsteller. Genau! Nein! Doch. Haben wir alle schon gesehen, das sind diese Dinger, die irgendwo stehen. Das nennt man im Fachhandel Kundenstopper. Bring mal den Kundenstopper raus, weil der Kunde da wirklich stoppt, guckt und in den Laden reingeht. Ja, geht ja richtig gut los hier heute. Mirko, es tut mir leid, es gibt kein Geld. Ich werde wahnsinnig. Peter Krönke aus Hennef. Sie haben eine große Chance mit der folgenden Frage, Peter Krönke. Ich hoffe, Sie sitzen angenehm zu Hause auf dem Divan. Frau Hugo, hast du wieder irgendwelche Bücher gelesen? Und also, Peter Krönke möchte wissen, was ist eine Ozeanmatte? Blau. Ozeanmatte, ja, Hängematte. Das Pendant zu einem Flussbett, nur eben größer. Genau, die Ozeanmatte kommt ins Flussbett. Ins Flussbett, sagt er. Ja, genau. Ja, was ist eine Ozeanmatte? Matte. Also, ich denke schon, dass der Friseur flapsig eine Ozeanmatte nennt, weil... In einem Ozean gibt es ja auch durch Winde
Wirbel zum Beispiel oder auch Kaninchen und Meerschweinchen haben ja gerne auch schmalzige. Aber der Friseur spricht von einer Ozeanmatte, wenn in dem Haarschopf viele Wirbel sind und Wellen, also ein sehr wilder Haarwuchs und Algen. Der Friseur nicht wirklich weiß, wie er Fasson in den Schnitt bringen soll, spricht die Friseurszunft von einer Ozean. Wenn man Hugo so sieht, dann hat man auch das Gefühl, der war so als Seemann 6 Monate unterwegs und konnte gar nicht zum Friseur. Ja, aber also, das ist mehr so die Titanic-Matte. Ja? Nein, ich würde eher kurz vor dem Untergang. Ich bin eher bei Wüste Gobi bei dir. Ja. Halbwüste. Oder heißt es das Ozeanmatte? Also Meeresmathematik. Alge plus Alge gleich Krill. Algebra. Genau, oh, es ist eine Fußmatte aus Algen gewoben. Was? Ja, ja, Herr Walder, Haus, Japan. Wohnung, so wie Fußmatten. Nur für Leute mit sehr großen Füßen. Es gibt ja Fußmatten werden doch aus verschiedenen Materialien geklöppelt, hergestellt. Eine Ozeanmatte ist eine Fußmatte, die aus Algen hergestellt wird. Fußmatte ist nicht schlecht. Ist das eine Fußmatte? Ist das Ihr Ernst? Fußmatte ist nicht schlecht? Nicht schlecht. Ist eine Fußmatte? Wasserbetten und das ist so eine, wo Wasser drin ist. Ein Ozean bewegt sich. Ja, ne? Schwankt. Und es gibt wahrscheinlich Fußmatten vor größeren Gebäuden, die sich selber weiterrollt. Also wenn die schmutzig ist, dann kann die sich weiterrollen. Eine Ozeanmatte ist also keine fixierte Matte, sondern eine, die... Rollmatte. Eine Rollmatte. Das nennt man Rolltreppe, das geht nach oben. Eine Fußmatte, wo Fische drin leben oder Silberfische. Oder was? So. Silberfische? Ist das eine, die, ich glaube, das ist eine, die ist total weich, so eine Ozeanmatte. Und wenn man da so rein, wenn man geduscht hat und da hineintritt, kann man so richtig tief versinken. Ja, schön. Oder sie schwimmt einfach hinterher. Wo wir die finden? Ja, das kommt drauf an, wo man sucht, Herr Bach. Das ist vielleicht die Fußmatte, die vor einem Ozean liegt. Hier Füße sauber machen, bevor man den Ozean liegt. Aber im Filmgeschäft, da wissen wir noch, früher gab es doch immer so, wenn es um eine Meerszene ging, so Leute, die so eine Plastikplane so hin und her bewegt haben, gewedelt haben. Um, Puppen. Ja, genau. Ja, genau, ja. Und vielleicht gibt es das auch als Ozeanmatte inzwischen automatisiert. Fußmatte war schon richtig, dann ist das vielleicht sehr langflorig, sodass der lange Flor Wellenbewegungen ermöglicht, wie auf dem Ozean. Also wenn ich jetzt auf so eine Fußmatte puste, dann entsteht, genau, gibt das ist ein optischer Effekt, der in der Filmindustrie eingesetzt wird. Gibt es vielleicht Fußmatten, die sich inzwischen selber reinigen können durch Wasser? Ja, die schmeißen sich auch selber weg, wenn sie schmutzig sind. Wie ist die Ozeanmatte? Also ich vermute, die Ozeanmatte kommt ursprünglich aus der Seefahrt, wo das Deck oft sehr nass war. Und die Ozeanmatte ist aus Gummi, besteht aus solchen Ringen, wo das Wasser unten drunter ist. Heutzutage werden sie gerne benutzt in größeren Nasszellen. Badeanstalten, genau. Badeanstalten, wo die Schöner trocken, weil Wasser gemacht hat. Ja. Was? Ich hab's verstanden. Er hat's verstanden. Wo das denn hier, Horb? Ja. Ja, genau. Seid ihr jetzt völlig abgedreht oder was? Nein, wir denken schneller als... Finden wir denn diese Matten? Also in Duschzellen oder in Nasszellen, in Badewannen, in Altenheimen. Ja, wo Inkontinente sind und das man nicht ausrutscht. Nee. Nein. Also es geht da draußen. Es hat aber was zu tun mit nassem Ozeanboden. Man legt eine Matte drauf, sodass man dann... In Badeanstalten. Mit nassem Ozeanboden. Der Boden eines Ozeans ist immer nass. Nein, der Boden eines Ozeans wahrscheinlich wo nicht. Wo Rutschgefahr besteht, da wird diese Matte ausgelegt. Das nennt man übrigens Grund. Wie Grund? Herr Balder, jetzt zanken Sie nicht mit uns, halten Sie uns nicht auf. Führen Sie, nehmen Sie uns an der Hand und gehen Sie mit uns in das Licht der Lösung. Oder ins Wasser. Ich kann das nicht sehen. So, ich freue mich. Ich soll mit Ihnen in das Licht der Lösung gehen? Da bin ich dann beschuggelt? Solange du mich nicht anfasst, ist das in Ordnung. Herr Balder, gibt es diese Ozeanmatten in Freibädern, in Saunen? Nein. Ist die Ozeanmatte vielleicht ein etwas, um Öl aufzufangen. Das wird über den Ozean gelegt und fängt auf diese Art und Weise, also legt eine Matte quasi über den Ozean, dass das Öl, was da drin ist, Herr Balder, Sie haben gerade wieder Ihren Anfall, gucken Sie mal. Und
die halt verhindert, dass das, oder reden wir wirklich von einer Matte, von einer Fußmatte? Habe ich doch schon gesagt. Ja, es ist eine echte Fußmatte. Die aber warum heißt die Ozeanmatte? Auf dem Schiff. Sind die in Autos? Liegen die in Autos? Warum liegt da eine Ozeanmatte im Auto? Die liegt oben, Herr Baller, sind Sie doch bitte nicht so streng jetzt. Es geht doch, wie Sie sagten, um eine Fußmatte. Ja. Ich bemühe mich doch jetzt nur zu assoziieren, wo irgendwelche Fußmatten liegen können. Und in Autos, vor dem Gas- und Brems- und Kupplungspedal, liegen verdammt nochmal Fußmatten. Und wenn da ein nasser Mensch reinkommt, dann nimmt diese Ozeanmasse die Pfütze auf und es kann nicht zu Unfällen kommen, weil man mit seinen glatten Schuhen dann nicht am Gaspedal abrutscht. Richtig. So ein Anfall hat auch was Gutes, dann ist sie für den Rest der Sendung ruhig. Aber es war doch richtig, oder? Das ist aber ein frommer Wunsch, Herr Walter. Sagen Sie doch einfach, dass das richtig war. Nein, ist eine Ozeanmatte, eine Matte, völlig egal, was da draufsteht. Sie müssen doch nicht jetzt immer so pedantisch an Ihren Zetteln kleben. So. Sagen Sie doch einfach mal, dass das richtig ist. Gibt's Ihnen fassen ein Sie Flugzeug? Sich doch mal ein Herz. Leute, ihr müsst gehen Sie doch mal über Ihre deutsche Gründlichkeit hinweg. Sehen Sie doch einfach mal ein, dass in bestimmten Situationen man auf den Mitmenschen zugehen muss. Das ist schon richtig und die arme weiß. Frau von Sinn sitzt hier seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren gibt sie sich Mühe, zieht sich immer diese lustigen bunten Overalls an. Wissen Sie was? Für Sie macht sie das doch. Das macht sie doch nur für Sie. Ja, das stimmt. Das ist auch ein Schrei nach Liebe. Ich appelliere an Sie ganz herzlich, jetzt noch im Guten. Sagen Sie, dass diese Antwort richtig ist. Diese Antwort ist richtig, aber nicht für diese Frage. Sind wir vielleicht, sehr lieb, Herr Baller, und vielen Dank nochmal, Herr Bohning. Oh, bitte, ihr seid gute Freunde. Sind wir vielleicht in einer Wildwasserbahn, in einem Phantasialand, in einem Freizeitpark? Ach, diese Antwort ist richtig, aber nicht für diese Frage. Ist das man vielleicht muss ja einfach jetzt aufpassen. Ist das ja ganz sensibel alles jetzt. Ist das eine Matte, die Wellen wirft? Weil sie wohin denn? Zurück in den Ozean, wo sie hingehören. Das kommt drauf an, ob Ebbe oder Flut ist. Ich sage es euch jetzt. Also, Ozeanmatten liegen auf dem Boden rum, weil es sich um Fußmatten handelt. Und zwar auf edlen Yachten oder Großseglern. Also auf Schiffe, habe ich Schiffe. Gesagt. Genau. Schiffe haben wir gesagt, ja. Ja, aber es handelt sich um ovale Fußmatten aus Tauwerk. Wir haben leider kein Foto, aber kennt ihr diese Zöpfe, die man essen kann? Ja, Makramee. So sieht aus. Weil das Flechten dieser Matten früher eine Freizeitbeschäftigung von Matrosen bei Ozeanüberquerungen war, heißen diese Dinger Ozeanmatten. Die gibt es nur auf Segelschiffen. Peter, 500 Euro. So, meine Damen und Herren, jetzt sage ich Ihnen mal unsere Adresse. Falls Sie irgendwie eine Frage zufällig übrig haben oder auch mehrere, können Sie uns die schicken. Genial daneben. 50616 Köln, unsere Postanschrift. Unsere Telefonnummer, wenn Sie anrufen wollen. 01378 1011 20. Wenn Sie eine E-Mail schicken wollen, auch das funktioniert. fragen@genialdaneben.de. Sie können aber auch zu uns kommen. Im Studio haben wir nichts dagegen. Andreas Uppmann wohnt in Köln, nicht weit von hier, und ist heute Abend bei uns. Andreas, wo finden wir Sie denn hier im Weiten? Dort oben. Andreas, vielen Dank für Ihren Besuch. Nehmen Sie Platz. Noch 15? Rühren. Andreas möchte wissen, wie kam es, dass die Premiere einer Mozart-Oper in Baden-Baden durch eine Nachtschicht von Friseuren gerettet wurde? Ja, das war die Zauberflöte. Die laufen da alle mit diesen albernen Weißen. Kleine Information, es handelt sich um die Oper Idomeneo. Ich bin noch nicht fertig. Die im Rahmen der Herbert-von-Karajan-Festspiele an Pfingsten 2000 im Baden-Badener Festspielhaus aufgeführt werden sollte. Was sagen Sie, ist die von Mozart, die Oper? Von wem ist sie? Ist wurscht. Ohne eine Nacht- und Nebelaktion von über einem Dutzend Baden-Badener Friseure hätte diese Premiere nicht stattgefunden. Also Kinder, es gab in dem Schauspielhaus, in dem Opernhaus, gab es einen Brand. Ja. In dem, einen Schwelbrand, da wo die Perücken aufgehoben werden, wohnen. Ne? Also. Und das ist also jetzt eine dieser klassischen Mozart, wo die alle mit diesen weißen Perücken und den kleinen Zöpfchen. Und jetzt waren die Perücken alle verbrannt und dann waren die lieben Friseure
Friseure bereit, neue Perücken zu klöppeln und deswegen konnte die stattfinden. Das hätten die, glaube ich, nicht geschafft in einer Nacht. Also es gab einen großen Skandal in Berlin, wo genau just bei dieser Oper, in der drei religiöse Figuren auftauchten, ein Skandal erwartet wurde von islamistisch orientierten Menschen, die das mit den Menschenrechten und der Gedankenfreiheit noch nicht so raus haben. Also in die Luft sprengen. Ach, und ist das genau. Diese Oper? Ist ja, die ja. Und vielleicht hat es damit was zu tun, dass sie den Bart des Propheten noch irgendwie frisieren mussten. Oder wegfrisieren. Ich habe vorhin gar nicht zugehört, muss ich gestehen. Was ist in der Oper passiert? Da wurde oder abgebrochen und dann kamen Friseure und dann wurde das gerettet. Nein, habe ich gerade gesagt. Nein. Also ich habe gesagt, es handelt sich um die Oper Idomeneo, die im Rahmen der Herbert von Karajan Festspiele an Pfingsten 2000. Und die Friseure haben das gerettet. Und ohne eine Nacht- und Nebelaktion von über einem Dutzend Friseure aus Baden-Baden hätte diese Premiere nicht stattfinden können. Warum? Waren vielleicht einfach die Türen abgeschlossen und die Schlüssel waren alle drin. Und jetzt haben ja die Friseure haben ja diese Haarnadel, mit denen die vielleicht diese Schlösser. Da hätte man auch einen Schlüsseldienst anrufen können. Ja, genau. Aber der hatte schon zu. Dann wäre die Frage aber wieder zu einfach gewesen. Na, das. Vielleicht hat sich der Darsteller der Oper einfach so beschissene Frisuren, dass sie gesagt haben, so können wir die nicht vor die Leute schicken. Und da mussten über Nacht die alle frisiert werden. Ich habe noch eine andere Theorie. Aber gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass man das vielleicht vorher weiß? Ja, nicht in Baden-Baden, da sind die nicht so weit. Also ich bin auch, also es war ja vor der Premiere, ne? Was mich jetzt auch überrascht ist, dass sie es nicht schon bei der Hauptprobe realisiert haben. Aber was können Friseure? Die können Haare frisieren und sie können sie färben. Also vielleicht gab es nicht eine Frisur. Bitte? Wie dummes Zeug erzählen. Ist richtig. Also die haben das Buch umgeschrieben. Nein, aber vielleicht haben die etwas gefärbt. Also vielleicht hatten die plötzlich Lichtprobleme oder die haben vielleicht Haare eingefärbt oder Requisiten eingefärbt. Bei der Vorpremiere fiel auf, es war eine Schwarz-Weiß-Oper. Ich glaube, die Windmaschine ging bei der Probe kaputt und nur durch das gemeinsame Handeln von vielen Friseuren, die jeder mit ihrem individuellen stärksten Föhn antraten konnte, die Show noch gerettet werden. Vielleicht haben die in Baden-Baden Nein, nicht wirklich. Föhn ist das richtige Stichwort. Föhn ist gut. Föhn ist gut. Ah, die Sprengkleinlage ist angegangen. Warum? Weil Fehlalarm. Oder weil die bei der Uraufführung, bei der Generalprobe haben die das Flamme Inferno in der Pause nachgespielt. Oder irgendwie sowas. Dann ging die an, es wurde alles nass. Und dann mussten das getrocknet werden. Was denn? Die Kostüme, der Die Bühne, die Gesichter. Die Menschen, die da waren. Da waren die Sitze, wo die Leute gesessen haben. Die mussten trocken geföhnt werden. Da waren riesige Stalagmiten und Stalaktiten hingen von oben runter. Das war eine Katastrophe. Die Sitze waren natürlich nass. Die Eingangstüren, wer will denn schon so einen nassen Griff anfassen? Man hat extra auch noch Ozeanmatten ausgelegt. Was könnte denn noch sehr wichtig sein? Die Notenblätter, der Bühnenvorhang, die Instrumente, die Notenblätter, die Toilettensitze, Holzinstrumente, der Bühnenboden, die Sitze des Orchesters. Was muss denn als erstes trocken sein, damit überhaupt was funktioniert? Die Sänger, der Stromkasten. Der Stromkasten, so lasse ich es gelten. Ja, richtige Antwort. Ja. Stromkasten. Aber jetzt hat er aber auch. Sehr nett. Tag vor der Premiere passierte im Festspielhaus Baden-Baden der Super-GAU. Die Sprinkleranlage hatte einen technischen Defekt. Ein Brand auf der Bühne wurde gemeldet, den gab es aber gar nicht. Trotzdem ergossen sich innerhalb weniger Minuten 40.000 Liter Löschwasser auf die Bühne. Die Premiere drohte also ins Wasser zu fallen. Besonders die Bühnenelektronik musste schnellstens getrocknet werden. Und das Festspielhaus bat die Friseure der Stadt um Hilfe. Die kamen alle mit dem Föhn und föhnten noch in der Nacht die wichtigsten Schaltungen trocken. So. Ja, hätten sie mal den fliegenden Holländer gespielt, da wäre das scheiße. Andreas, es tut mir wahnsinnig leid. Ich muss das leider so gelten lassen. Es gibt kein Geld. Ich weiß nicht, ihr seid richtig gut heute. Ich weiß nicht, was los ist. Wir sind immer richtig gut, aber heute zeigen wir es dann. Sehr schön. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. Ja. Also ich bin wirklich sehr begeistert heute, muss ich sagen. Jetzt gehen wir mal nach Radebeul, das liegt in Sachsen. Dort wohnt Martin Schönfeld. Und Martin Schönfeld möchte wissen, was sind Sonnentaler? Taler. Sonnentaler. Blumen. Schmetterlinge, Pilze. Blumen. Kaninchen. Bei der Börse. Pass auf. Kaninchen. Hat einer einen Hammer?
Herr Klasse. Aber Sonnenthaler hört sich nun wirklich wie ein Schmetterling Stimmt. an, Herr Baller. Sind aber keine. Vielleicht sagt der Augenarzt zu Nein. diesen kleinen schwarzen Punkten auf der Hornhaut, wenn man die Probleme bekommt, hat zu lange in die Sonne geguckt, bei einer Sonnenfinsternis, danach hat man schwarze Punkte und der Augenarzt spricht von Sonnenthalern. Ja, dann spricht er höchstens von Brillen vielleicht oder gibt Operationen. Ja einem bescheuerten Hobby. So. In die Sonne gucken. Ja. War Sonnenthaler, war das aztekisches Geld, Sonnenthaler? Oder ein Käse, so wie Emmentaler. Oh, lecker, ja. Sonnenthaler. Hätte ja zwei Stück Sonnenthaler. Fünf Scheiben Sonnenthaler. Geben Sie mir mal ein Viertel Sonnenthaler hier. Ja. Nicht schlecht, Käse gefällt mir sehr, ist aber leider falsch. Leider nicht richtig. Ich bin eher im umgangssprachlichen Bereich eines Proletengrills, oder wie so ein Sonnenstudio heißt, und da tauscht man an der Rezeption das Bargeld gegen den Sonnenthaler, das ist Solarium. Dieser Chip, der im Solarium die Anlage ins Gehen bringt. Ist meine Antwort Sonnenthaler. Auch. Der ist Sonnenthaler. Ja. Ja. Dem muss ich aufs Schärfste widersprechen. Ah, dann sind wir aber immer noch auf der Sonnenbank. Und zwar alle Menschen, die auf einer Sonnenbank sind, haben hier, ja, hier diesen weißen... und ihre Pobacken auseinanderziehen, dann haben alle Menschen, die auf einer Sonnenbank sind und die laufen dann so ganz totschick am FKK-Strand rum, alle hinten so einen Sonnenthaler. Das ist so, das weiße, so ein weißer Kreis am Popo. Woher wissen Sie das? Blume. Das weiß ich, weil ich diese Menschen schon gesehen habe. Ich sehe manchmal noch nackte Menschen, Herr Walder. Das kann er nicht verstehen. Nee. Ja, sehr hübsch. Falsch. Nein, es gibt tatsächlich kooperative Modelle einer eigenen Währung, weil unser Währungssystem insgesamt ja sozusagen auf Zins und Zinseszins zur ungleichen Verteilung von Gütern führt, gibt es regionale Verbindungen, die dann sagen, wir zahlen in unserer Gegend nur mit dem Sonnenthaler und da kriegt jeder am Anfang die gleiche Menge und dann tauscht man sozusagen untereinander Waren und eine fiktive Währung um, das Geld in der Gemeinde zu lassen. Wo denn? Das gibt es in vielen verschiedenen Orten in Deutschland. Eine fröhliche ja. Hippie-Gemeinde, wo alle ja. glücklich sind und da so ein Sonnengesicht drauf und damit bezahlt dieses. Man. Ja. Vielleicht gab es aber früher mal was, wo man irgendwie zwei Währungen, eine für Tag und eine für Nacht irgendwann. Ja. Vielleicht sind wir ja bei Solar. Mondtaler oder Mondtaler und Sonnenthaler. Vielleicht sind wir bei Solar. Vormittagstaler. Entschuldige. Ist das vielleicht Vielleicht sind wir Antwort? Bei Solar. Lass mich nur kurz den Gedanken oh ja, kein Problem. Spucken. Vielleicht sind wir ja bei solarbetriebenen Autos oder bei Dächern, also bei solarbetriebenen Häusern oder Autos. Und Sonnenthaler ist etwas eine spezifische Technik oder etwas, womit ja, oder man etwas. Ein Geldbetrag, also eine Subvention, die man bekommt, wenn man bestimmte Geräte zum Beispiel solar betreibt. Sehr schön, ja. Ja, sehr hübsch. Alles falsch. Wie wäre es denn? Ist das einfach die Antwort auf die Frage, was ist das? Ja, Sonnenthaler. Oh. Ich sage es euch. Ich sage es euch, Sonnenthaler gibt es bei gutem Wetter unter Bäumen und Büschen. Haben wir alle schon gesehen. Wenn richtig die Sonne scheint und wir gehen spazieren, dann gibt es kreisrunde Lichtflecke, sozusagen Mini-Abbilder der Sonne. Die kommt immer dann zustande, wenn Sonnenlicht durch kleine, enge Öffnungen fällt. Durch Bäume, durch Büsche, sieht man dann auf der Straße, auf dem Weg. Und weil die funktionieren übrigens so ähnlich wie die Lochkamera. Kennt ihr die noch von früher? Die ja. Genau so. Und weil diese Flecken runde Abbilder der Sonne sind, sprechen Physiker hier von Sonnenthaler. Es ist einfach nur das Sonnenlicht, wenn es durch kleine Öffnungen fällt im Sommer. Das ist alles. Martin Schönfeld, 500 Euro. Letzte Frage für heute, bin ich sicher, obwohl wir noch ein bisschen Zeit haben. Bin sehr gespannt. Michael Möller aus Maisach liegt in Bayern, möchte wissen, warum heißt die Prügeltorte Prügeltorte? Verdroschen wird. Das ist ein Teig, der dadurch besonders mürbe oder süß fluffig wird, indem man mit der Baseballschläger mit der Bäckerpeitsche, die übrigens keine... Nein, du musst die Sahne schlagen, nicht die Torte. Das ist ja beides. Vielleicht ist das für Tortenschlachten so eine. So die Tortenschlachten. Ja, genau. Und die sind halt nicht so rund, sondern die haben noch so einen Griff dran und sind einfach ein bisschen fester. Eine Bratpfanne nennt man die auch anderswo. Natürlich. Kleine Information, Prügeltorte ist eine Tiroler Spezialität. Ah, der Tiroler. Der Tiroler also ist lustig. Kein Schmetterling und kein Pilz. Nein, eine Tiroler Spezialität. Ja, warum heißt die Prügeltorte Prügeltorte? Weil sie so lecker ist und man sich drum prügelt. Da geht das Licht aus und wenn das Licht wieder angeht, haben wir 45 Hände und 12 Gabeln.
Prügel. Prügel ist ja Tirolerisch jetzt nicht nur, also das, der Stecken ja auch. Also einfach ein Holzstab, den man zum Beispiel verbrennen kann. Also ein spezieller Tortenbackofen, der zum Einsatz kommt. Ähnlich wie die Holzofenpizza. Die genau, oder wie Baumkuchen, das muss da auch sein. Baumkuchen, also auch vielleicht in der Form eines Prügels. Ja. Ist da Holz drin? Ich bin in der grafischen Darstellung von Wahlergebnissen, die... Aber Sie wissen, dass Herr Boning gerade schon nah dran war. Ja. Vielleicht ich will das, weil es so nah dran ist, möchte ich meine komplett absurde Lösung kurz wenigstens vorgestellt haben. Ja. Die war zu spät. Er ist Arzt. Ja, das kenne ich. Weil sich um die... Hauptsache, er kann bei der Krankenkasse abrechnen. Ja. Privat oder Kasse? Wir sind ja hier bei Privaten, deswegen ist das mit der Abrechnung gar kein Problem. Die... Ich habe immer noch meinen roten Faden nicht verloren. Oh, ich freue mich. Das Tortendiagramm ist die Darstellung eines Wahlergebnisses zum Beispiel in Form einer scheinbar aufgeschnittenen Torte. Und weil sich um Tirol ja bekanntlich die Österreicher und die Italiener um das rechtmäßige Erbe streiten, ist da immer wieder in Umfragenergebnissen dann die Prügel der Casus Knactus, die entscheidende, umprügelte Frage dann in Wahl... Nee. Nicht nur, dass es keinen interessiert, das war auch nicht komisch. In Form eines Prügels. Das schneiden wir raus. Ja. Ah, Torte in Form da waren wir. Da war die Torte in Form eines Prügels, die aussieht, die Oberfläche, die ist so mit, das ist so ein Schokoguss darüber und das sieht aus wie Holzrinde. Ja. Da ist auch gerne mal ein Loch drin mit Würmern und so. Das ist alles genau so. Ich glaube, es ist eine Belohnung. Man belohnt auch mit Torte jemand für eine Leistung. Und wenn sich zwei geprügelt haben, dann kriegen sie am wenigsten nachher die Torte. Oder die sogenannte Prügeltorte. Du kriegst eine Tracht Prügel. Ja. Oh, oh, oh. Entweder du kriegst eine Tracht Prügel oder ein Stück von der scheiß Torte. Weil die schmeckt. Musst du dich entscheiden. Also die Idee mit dem Prügel, mit dem Holzstück, das war ja sehr schön. Aber? Gar nichts aber, es reicht mir alles nicht. Also die Prügeltorte, also was war denn schön? Wir hatten ja einmal, dass jetzt so optisch. Dass das so optisch so aussieht. Das oder ist ja alles sehr richtig, es hat ja alles was damit zu tun. Ja. Aber es gibt ganz spezifische Geschichten, die ich einfach wissen muss. Ach, wie es zu der Prügeltorte kam? Nein. Wann sie gebacken wird zum Beispiel, zu bestimmten Festen. Ja, auch. Wie das Ganze überhaupt funktioniert. Du bist doch der Katholische. Es ist eine spezielle, essbare Torte. Ja. Die zu einem ganz bestimmten Anlass nur verteilt. Nö, die kann man überall kaufen. Also ich habe mal irgendwann so einen Bericht über diesen Baumkuchen gesehen. Also das ist ja wirklich ziemlich kompliziert. Und vielleicht ist Prügeltorte etwas, wo sich ein Prügel, also ein Holzstab, dreht und der Bäcker, der Konditor immer wieder eine Schicht Teig herum, dann wird die wieder gebacken, dann kommt eine andere Schicht, dann wird die wieder gebacken. Das heißt, es ist ein Prügel, der sich dreht und es ist eine sehr komplizierte Art, einen dann länglichen Kuchen herzustellen, der letztendlich die Form eines Prügels, eines Holzstabs. Ich bin nicht hundertprozentig einverstanden, aber ich muss es so gerne. Ja, so. Heute ist es aber gut hier. Ich werde euch jetzt die Auflösung sagen und dann werdet ihr entscheiden, ob das ausreichend ist. Ich finde, es reicht. Es reicht. Ich bin sicher, es reicht nicht. Tatsache ist, dass es sich um einen Prügel handelt, also ein Stück Holz. Das ist eine Tatsache. Tatsache ist, dass dieser Prügel gedreht wird von Hand. Und zwar wie ein Spieß über einem Feuer. Ja. Soweit ist das alles richtig. Und jetzt kommt's. Der Teig wird nicht etwa draufgelegt, sondern er wird raufgetropft. Und da sich das immer dreht, klar, verändert sich das natürlich alles und dann wartet man, bis die erste Schicht fertig ist, dann tropft man weiter, dann wird die nächste wieder aufgetropft. Das ist also der Vorgang. Prügeltorte heißt sie deswegen, weil der Teig auf ein prügelförmiges Stück Holz aufgetropft wird. Getropft habt ihr nicht gesagt. Der Rest stimmte aber. Ich finde, wir waren ziemlich nah dran. Andererseits, damit jetzt bei... 300 Euro. Nein, das machen wir nicht. Nein, ich möchte nicht, dass zu Hause auf dem Divan die Tränen tropfen. Nein, deswegen möchte ich, dass das Geld rausgeht. Wir kriegen die Torte. Wollen wir so machen? Ja. Oh, wie lecker also 500 Euro kriegt jetzt Michael Möller, weil getropft nicht gesagt wurde. So. Darauf einigen wir uns. So machen wir das. Finde ich gut. Bleibt mal schön stehen mit der Torte. Herr Weiler, das sieht aus wie 50 Waffeln. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, das Ding ist dann also waagerecht. Ja.
Und das ist dann alles nur raufgetropft. Das in einem Ofen quasi dann? Nein, überm Feuer. Aber das, kann man wo das ist denn jetzt das Loch das in dem... Das ist da unten drin. So, das Hohl. Ja. Da war der Prügel drin. Da kann man mein Gott, was war denn das? Wir wollen das doch nicht nur zeigen, Herr Balder, wir wollen das jetzt essen. Zappel, ich würde vorschlagen, ich sage jetzt nicht auf Wiedersehen und du kommst hinter mir her, weil wenn ich das jetzt mache, fällt es mit Sicherheit hin. Sie zu Hause, ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch was essen möchten. Tun Sie es einfach. Wenn Sie Lust auf ein Stück Torte haben, machen Sie es. Wir fressen jetzt das ganze Ding auf, dann ist es schlecht. Es war sehr schön, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.